Weil genau dieser Computer, über den ich spreche, dieser Watson, der ist im Jahr 2020, hat er die Größe eines Smartphones, sagt er. Und den Preis eines Smartphones. Also wenn Sie sich 2020 ein neues Telefon kaufen, ein Handy, dann kaufen Sie sich einen Supercomputer. Von dieser, der Ihnen bessere Antworten gibt auf Fragen als andere Menschen. Auf kluge Fragen, auf blöde Fragen, auf große Fragen, auf kleine Fragen. Der gibt halt bessere Antworten. Und Sie haben übrigens gar keine andere Wahl, weil es gibt keine anderen Computer, keine anderen Handys mehr. Und das machen nicht nur Sie, das machen Ihre Kinder, das machen Ihre Kunden, das machen Ihre Chefs, das machen also halt jeder in dieser Welt, der sich ein neues Smartphone kauft. Und wenn wir ernsthaft über Zukunft reden wollen, müssen wir bitte über eine Zukunft reden, die so aussieht.